Heute gibt es mal kein Intro, ich begrüße euch einfach so, schön, dass ihr hier beim Video seid. Ich zeige euch heute 5 meiner Lieblingssnacks, die ihr in unter 5 Minuten zubereiten könnt. Kommen wir zu Rezept Nummer 1 und das ist aktuell eines meiner absoluten Lieblingsrezepte, nämlich Chia-Pudding. Ich habe das eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht, aber irgendwie seit einer Woche esse ich es täglich. Chiasamen sind deswegen natürlich auch sehr gesund, weil sie viele Ballaststoffe enthalten und auch Omega-3-Fettsäuren und ist natürlich auch super schnell und einfach gemacht. Und hier ist noch wichtig zu sagen, ich habe das nachgelesen, dass man nur maximal 15 Gramm Chiasamen am Tag haben sollte. Mit meinen 3 Esslöffel bin ich auch ungefähr bei 12 Gramm, 15, 16 Gramm, also das ist in Ordnung. Und ich nehme immer das Verhältnis 3:1 in der Regel, also 3 Milch, 1 Esslöffel Chiasamen. Und Toppings könnt ihr natürlich variieren, wie ihr möchtet. Ich esse es auch total oft ohne Toppings und mache aber dafür immer ein bisschen Stevia drüber. Ihr wisst ja, dass ich es gerne süß mag. Und dementsprechend kommt bei mir jetzt auch hier gleich noch ein bisschen Stevia dazu. In der Regel reicht eigentlich eine Stunde, 2-3 Stunden und dann ist die Masse fester. Das heißt, ihr müsst das nicht mal einen Tag vorher machen. Das geht auch wirklich morgens oder mittags, um es dann nachmittags als Snack zu essen. Natürlich auch super, um es mitzunehmen oder vorzubereiten und dann eben als Meal Prep, und das ist auch ein Grund, warum ich Chia Pudding so gerne mag. Rezept Nummer 2 ist auch definitiv eines meiner absoluten Lieblingssnacks geworden, wenn es darum geht, einfach was Schnelles und Leckeres und Gesundes natürlich zu haben. Ich nehme hier immer die Erdnussbutter von MyProtein, das ist eine Pulver-Erdnussbutter und die rührt man dann mit Wasser an. Sie hat viel weniger Kohlenhydrate, viel weniger Fett, viel weniger Kalorien. Man kann viel besser abschätzen, wie viel man isst, weil ich kenne das zu gut. Wenn ich mit einem Löffel in so eine Erdnussbutter gehe, dann habe ich da keine Kontrolle und ich bin ja auch gegen Kalorienzählen oder finde das nicht so gut. Dementsprechend möchte ich dann auch nicht immer alles abwiegen und deswegen ist die Pulver-Variante für mich eine deutlich bessere Lösung. Aber natürlich könnt ihr das Rezept mit allem Möglichen machen. Und die restliche Banane benutzen wir jetzt gleich übrigens für das nächste Rezept. Das ist nämlich einfach nur Banane mit Erdnussbutter. Auch wenn es natürlich nicht selbstgemachtes ist, dürfen bei mir Proteinriegel nicht fehlen, denn es ist nun mal eine super schnelle Variante, um was Gesundes snacken zu können. Und hier seht ihr 2 meiner Lieblingsriegel, der Lean Brownie und der 6-Layer-Bar. Und wie ihr seht, der 6-Layer-Bar ist einfach nur der Hammer. Ich verlinke die euch auch mal unten. Und weil ich sehr oft abends gerne Hummus esse und eigentlich nicht einsehe, das jetzt mal zu kaufen und auch natürlich viel gesünder und günstiger ist, es selbst zu machen, habe ich mir vor ein paar Wochen mein Hummusrezept rausgesucht und das zeige ich euch jetzt hier. Und es geht wirklich echt schnell, also deswegen ist das hier auch in dem Video für unter 5 Minuten. Man macht ja eigentlich einfach nur Zutaten in diesen Mixer, vermixt das und man ist schon fertig. Zu dem Rezept gehört auch übrigens noch Öl. Das habe ich leider vergessen in dem Teil und habe ich es dann erst beim Mixen gemerkt. Denn irgendwie dachte ich mir, das läuft heute nicht so cremig. Irgendwie geht das nicht so gut durch wie sonst immer. Und dann ist mir eingefallen, dass ich natürlich Olivenöl vergessen hatte. Deswegen auch das einfach nach Gefühl reinmachen. Ich, wie gesagt, wiege da nichts ab. Ich messe das auch nicht. Ich schütte das einfach so rein, wie ich das Gefühl habe, dass es passt. Und das schmeckt trotzdem sehr gut. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und wie immer würde ich mich freuen über einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder eine Anregung, Feedback, Videovorschläge, was ihr möchtet, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.